So, nun kommen wir zum zweiten Teil des Problems. Bisher hatten wir diese Situation gesprochen, das heißt, wir hatten das Stoßproblem beobachtet von einem System aus, in dem die große Masse vorher in Ruhe ist. Das war genau, was wir vorhin diskutiert haben. Nun betrachten wir das Ganze von einem System aus, das einfach mit der kleinen Masse m mitfliegt in diese Richtung und das sich einfach immer für alle Zeiten mit einer Geschwindigkeit klein v in diese Richtung bewegt. Das bedeutet, dieses neue System x' oder das System s' sieht folgendermaßen aus oder die Stoßsituation sieht nun folgendermaßen aus. In diesem System ist ja die Masse klein m in Ruhe. Wir fliegen ja mit der kleinen Masse m mit. Das bedeutet, die große Masse kommt mit der Geschwindigkeit v entgegen. Das ist jetzt die Situation vorher. Und nachher, nach dem Stoß, wird sich vermutlich die große Masse, groß m, mit einer neuen Geschwindigkeit vm' weiter in die Richtung bewegen. Und durch den Stoß erhält die Masse klein m eine Geschwindigkeit v'. Und jetzt müssen wir uns überlegen, oder wir können uns überlegen aus dem Vergleich der Bezugssysteme S und S', dass Folgendes gelten muss. Nämlich, dass die Geschwindigkeit V' der kleinen Masse, die muss gegeben sein aus 2 mal V. Warum? Wenn Sie mit dieser kleinen Masse mitfliegen, das heißt, wenn Sie in dieser Situation hier mit der kleinen Masse mitfliegen, dann beobachteten Sie nachher von diesem System aus die kleine Masse, die eben zurückfliegt. Aber die Summe der Geschwindigkeiten, die sich dann ergibt für die kleine Masse, ist die tatsächliche Geschwindigkeit plus die Geschwindigkeit, mit der Sie sich in Ihrem Bezugssystem weiterhin nach links bewegen. Und das ist ja die Geschwindigkeit, mit der sich das Bezugssystem vorher schon bewegt hat. Und die Summe ist dann eben 2v. Sie sehen also plötzlich die kleine Masse m nach hinten fliegen mit dieser Geschwindigkeit. Das ist eine wichtige Überlegung eben aus dem Vergleich der beiden Bezugssysteme. Und nun können wir die Impulserhaltung auch in diesem Bezugssystem einfach verwenden und damit zum Beispiel die Geschwindigkeit v groß m' berechnen. Also wiederum, b tot vorher ist groß m mal v, der Impuls des der großen Masse, plus klein m mal 0, weil in diesem System ist die Masse, kleine Masse in Ruhe. B dot Strich nach dem Stoß ist also groß m mal vm Strich plus klein m mal v Strich. Und wir hatten gerade gesehen, das ist also groß m vm Strich plus 2mv oder m mal 2v. Aufgrund der Tatsache, dass V' gleich 2v ist. Und wir können uns nun überlegen, wiederum, was ist die Impulsänderung der kleinen Masse? Delta Bm, die totale Impulsänderung der kleinen Masse, ist m Impuls vorher minus Impuls nachher, das ist also m mal 0 minus Impuls nachher. M mal V' ist also 0 minus 2 mv ist minus 2mv. Und das ist genau dieselbe Impulsänderung, wie wir im anderen Bezugssystem erhalten hatten. Und das muss auch so sein. Die totale Impulsänderung kann nicht davon abhängen, in welchem dieser beiden Systeme Sie das betrachten. Wie wir noch in der Vorlesung diskutieren werden, sind das zwei Inertialsysteme, weil sie sich gleichförmig, also mit konstanter Geschwindigkeit, relativ zueinander bewegen. Und deswegen muss das gelten. Jetzt rechnen wir uns noch aus, was ist die Geschwindigkeit vm'? Einfach aus der Impulserhaltung. Wir verwenden das Impuls vorher, totaler Impuls vorher gleich totaler Impuls nachher ist. Das bedeutet, groß M mal V ist gleich groß M mal vm' plus 2mv. Und jetzt können wir das auflösen nach vm Stich
Daraus folgt V groß M Strich ist gegeben aus V mal 1 minus 2 klein m durch groß M. Und jetzt wiederum für klein m viel, viel kleiner als groß m wird dieser Beitrag hier numerisch sehr, sehr klein. Das heißt, in dieser dann folgt, dass vm Strich ungefähr gleich v ist. Das heißt, wenn die Massen sich stark unterscheiden, wird sich in der Tat diese Masse hier mehr oder weniger mit der gleichen Geschwindigkeit weiter bewegen. Exakt ist es aber so, dass die Geschwindigkeit dieser Masse nach dem Stoß etwas abgenommen hat, und zwar genau um diesen Betrag. Numerisch, wie gesagt, kann das sehr klein sein, aber wenn man die exakte Impulserhaltung verwendet, muss man das berücksichtigen. Und das wäre das Stoßproblem aus diesen zwei Bezugssystemen betrachtet.